Kurz nachdem die Französische Revolution Frankfurt erreicht, entschließt sich Friedrich Michael Hauck, trotz der unruhigen Zeiten Unternehmer zu werden. Mit nur 25 Jahren legt er den Grundstein für das heutige Bankhaus in Frankfurt und wird rasch Berater und Freund einflussreicher Familien. 1814 besucht Goethe in Frankfurt die Familie Hauck. Zwei Generationen später treffen sich in München die Kaufleute Heinrich Aufhäuser und Samuel Scharlach und melden beim Gewerbeamt den Betrieb eines Bankgeschäftes an. Schon bald wird das alte Bankgebäude zu klein. Für 160.000 Mark erwirbt Heinrich Aufhäuser ein Objekt in der Löwengrube, bis heute der Münchner Sitz des Bankhauses. In dieser Zeit entwickeln sich beide Banken ähnlich. Sie verwalten große Vermögen und werden Finanzpartner aufstrebender Wirtschaftsunternehmen. Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist für beide Banken selbstverständlich. In Frankfurt unterstützt die Familie Hauck unter anderem den Physikalischen Verein, das Städel und die Bürgergesellschaft. Die Aufhäusers setzen sich auf vielfältige Weise für München und seine Bevölkerung ein. Heute sind diese Aktivitäten in der Hauck und Aufhäuser Kulturstiftung gebündelt. Auch während der Weltwirtschaftskrise trifft sich die Frankfurter Oberschicht zur Bohnenrunde am Dreikönigstag. Die Haucks gehören dazu. Die Bankiersfamilie Aufhäuser ist jüdischer Abstammung. 1938 verwüsten die Nationalsozialisten ihre Wohn- und Geschäftsräume. Kurz darauf steht das Bankhaus unter arischer Leitung. Familie Aufhäuser rettet sich fast mittellos ins Ausland. Georg Hauck und Sohn in Frankfurt ist den Nazis ebenfalls ein Dorn im Auge. Die Nationalsozialisten drängen Otto Hauck als Präsident der Handelskammer aus dem Amt. Alexander Hauck weigert sich, die Geschäfte jüdischer Bankhäuser zu übernehmen. Vielen seiner jüdischen Kunden hilft er bei der Flucht ins Ausland. Wegen Repressalien des Regimes steht das Bankhaus 1938 kurz vor dem Aus. 1945 liegen beide Bankhäuser in Schutt und Asche. In München bauen Mitarbeiter aus Trümmern das Bankgebäude wieder auf. In Frankfurt verkauft Annemarie Hauck den Familienschmuck, um Baumaterial zu beschaffen. Die einstigen Familienunternehmen sind mittlerweile Kapitalgesellschaften. Starke, institutionelle Anteilseigner helfen den Häusern, die Finanzkrisen der 70er und 80er Jahre zu meistern. Die Entscheidung zur Fusion fällt schon im Oktober 1996. Unter strengster Geheimhaltung finden die Fusionsverhandlungen statt. 1998 entstand dann ein Bankhaus, das an zwei Finanzplätzen tätig und im Markt deutlich sichtbar war. Hauck und Aufhäuser. Und heute? Heute ist das Bankhaus Hauck und Aufhäuser wieder vollständig im Besitz privater und unternehmerisch denkender Familien. Es hat seinen Ursprung in den couragierten Kaufleuten des 18. Jahrhunderts, die ihre Häuser durch zwei Weltkriege und mehrere Wirtschafts- und Finanzkrisen führten. Wir sind stolz darauf, mehr als 200 Jahre später wieder die Bank von Unternehmern für Unternehmer zu sein. Hauck und Aufhäuser. Privatbankiers seit 1796.